Guten Abend, meine lieben Freunde. Hier ist euer Domi von GMS Gaming und ich darf euch herzlich begrüßen zu einem neuen Projekt. Wie ihr so schön im Hintergrund seht, geht es heute um Bus Simulator 2016, beziehungsweise nur um Bus Simulator 16. Ich habe schon mal eine Firma erstellt, ja, weil es vorher ein paar Bugs gab. Und deswegen würde ich sagen, Pleite haben wir auch an. Das heißt, wenn wir verkacken, dann verkacken wir. Aber ich würde sagen, reden wir nicht lange und fangen einfach mal direkt mit dem Simulator an sich an. Hier gehen wir mal schön auf Firma laden, Grafik natürlich auf maximalen Einstellungen. Und ja, ich bin mal gespannt, ja, ich habe es schon mal ein bisschen angespielt, beziehungsweise das Tutorial, um mich ein bisschen mit der Steuerung abzufinden, da ich momentan ja noch mit dem Xbox One Controller spiele und bald erst mit dem Lenkrad. Und ja, soweit funktioniert das recht gut. Ich muss natürlich ab und zu noch ein bisschen die Tastatur benutzen für die Parkbremse auf P. Und ja, hier haben wir jetzt unser schönes, ich sag mal, Navigationsgerät, unser Tablet, ja. Links sehen wir unsere schönen Aufgaben. Fahre auf der bestehenden Strecke, lackiere deinen Bus, erweitere die bestehende Strecke, indem du mehr Haltestellen hinzufügst und fahre sie anschließend. Und passe deinen Bus mit Aufklebern individuell an. Aber zuerst müssen wir hier natürlich eine Strecke erstellen. Oh, da ist schon einer, dann müssen wir sie fahren. Ja, wir nehmen mal diesen Bus hier, das ist wahrscheinlich der Standardbus. Ja. Und dann let's go. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig jetzt schon das Spiel dann später mit dem Lenkrad zu spielen, also mit einem Logitech G920, das ist momentan das, was ich mir jetzt anschaffen möchte. Ja, dann werden wir, denke ich, auch City Car Driving spielen. Mein Kollege hier von dem GMS Gaming Channel Marco wird dann wahrscheinlich Euro Truck Simulator 1 oder 2 spielen, je nachdem. Und ja, also es wird auf jeden Fall eine Menge auf euch zukommen, ja, auf jeden Fall viele Simulatoren, viele andere Spiele, neue Spiele und was weiß ich, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Und ja, mal abwarten, wie uns Bus Simulator 2016 oder beziehungsweise nur 16 gefällt. Hauptverkehrszeit. Die Straßen von Sunny Springs sind heute überfüllt. Fahre vorsichtig und achte auf eventuelle Verkehrsstaus. Das Gute ist, dass unser Navi intelligent ist. Und erstmal einen Kaffee. Ja, das heißt, wenn wir falsch fahren, dann passt sich das Navi automatisch an. Das finde ich sehr, sehr gut, ja. Und jetzt laufen wir erstmal zu unserem Bus. Mit dem Controller ist noch ein bisschen komisch zu laufen. Ach du Scheiße. So, zuallererst müssen wir hier das Tor aufmachen. So, dann machen wir unseren schönen Bus auf. Der sieht noch nicht so high-end aus, wie er sollte, aber... So, bitte einmal hinsetzen. So, zuallererst müssen wir natürlich mal den Motor anmachen. So, ja, ein bisschen Beleuchtung. Kann nicht schaden. Ein bisschen Licht. So, Türen machen wir mal zu. Geschwindigkeitsregler lassen wir mal aktiviert, dass wir... nicht zu schnell fahren. Absinken ist F. So, PS Parkbremse, die haben wir jetzt gelöst. Dann sollten wir auch schon losgehen. Blinker funktionieren auch super. Perfekt. Dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Hier fährt erstmal der Krankenwagen, ist auf jeden Fall legendär. So, wir müssen nach rechts. Ja. Links ist frei. Ja, wir sind schneller als der. Das können wir auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall machbar. So, boah, ist erstmal eine Umgewöhnung. So. Tut mir leid, wenn ich so ein bisschen räusper, aber ja. So, dann bitte einmal F. Oh ne, das war absinken. Und die Tür. So. Guten Tag, sollst du kriegen. Eine normale Schülerfahrkarte, Einzelfahrt, Studenten. Hier, bitteschön. 1,40, mein Freund. So, dann sind das hier 2, 4, 5. Bitteschön. Sonst noch jemand? Möchte noch wer eine Fahrkarte? Nein? Doch, du. Eine Fahrkarte für Senioren für eine Woche. 26 Euro bitte. Was gibst du? 30. Dann kriegst du 4 zurück. Hier, bitteschön. Schönen Tag noch. Bitteschön. So, dann würde ich sagen, machen wir die Tür mal wieder zu. Absinken, Blinker. Schauen wir mal in den Rückspiegel. Schon wieder ein Krankenwagen. Heute ist aber ganz schön was los. Ach ja, und die Parkbremse habe ich vergessen. Wir haben dafür auch ein bestimmtes Zeitlimit natürlich immer. Und gucken halt auch, dass wir das einhalten können. Aber ansonsten, grafisch bin ich eigentlich recht begeistert von dem Spiel. Also es ist jetzt nicht diese High-End-Grafik, ja, aber sie macht genau das, was sie soll. Also, warum geht jetzt der blöde Blinker nicht aus jetzt? Also die Grafik macht definitiv genau das, was sie soll, ja. Sie ist sinnzweckmäßig perfekt. Natürlich, in High-End-Grafik wäre das Ganze noch ein bisschen geiler, aber man kann ja einfach nicht alles haben. Man ist noch ein bisschen ungewohnt, jetzt hier mit Dings zu lenken. So. Guten Abend, liebe Fahrgäste, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Todesfahrt. Dankeschön. Oh, da möchte ich aussteigen. Muss ich mir auch überlegen, ob ich das zulasse. So, und da ist wieder ein Krankenwagen. Was ist denn heute los, Alter? Heftig. Schon der dritte jetzt. Innerhalb von 2 Minuten. Das ist nicht schlecht. Und da ist schon wieder die nächste Ampel rot. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Wir müssen hier links. So.
Ah, jetzt ist er grün, das ist doch perfekt. So, können wir hier durch? Ja, ne? So, komm, fahr. Dankeschön. So, perfekt. Ja, das mit dem Controller ist noch ein bisschen umständlich, das hier zu lenken. Das ist noch ein bisschen ungewohnt. So. Absinken, Tür auf und auf Wiedersehen. Mal gucken, vielleicht möchte ich aber was kaufen. Ich finde es immer schön, wenn sie ganz passend zahlen. Perfektes Timing, Blinkerbonus, Halteposition und Absenken. Perfekt. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten. Zwei normale Fahrkarten. Hier, bitteschön. 440, 50, dann kriegst du 60 zurück. Schönen Tag noch. Danke. Bitteschön. Dir auch. So, das war's schon wieder. Tür zu, absinken, Parkbremse raus, Blinker und dann geht's auch schon wieder weiter. So, die erste gemütliche Einkaufstour mit dem Bus. Es sind aber ganz schön viele Leute heute unterwegs. Aber wir wurden ja vom Berufsverkehr gewarnt. So, hier müssen wir rechts. Immer haben wir eine schöne rote Ampel. Das ist echt ein bisschen ungewohnt hier mit Controller. Jetzt sehe ich die Ampel nicht. Das ist ja wieder legendär. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur ein Stück zurück, damit ich die Ampel sehe, Kollege. War kein Stress. Der rennt aber eilig. Na gut, bei dem Wetter würde ich wahrscheinlich auch rennen. Zack. Und auch das haben wir geschafft. Ups, falscher Blinker. So, eine Minute. Ich denke, wir schaffen das. Wir liegen gut in der Zeit. Für die erste Tour ist das eigentlich ganz angenehm. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Wir müssen jetzt hier, ich muss immer umdenken wegen dem Navi, wir müssen jetzt hier links, ne? Ja. Vorfahrtsstraße, das heißt... komm. Das kann ja dauern, bis wir durchkommen. Hinten ist schon wieder ein Krankenwagen. Ja, der lässt uns durch, aber... ja. Na egal, wir quetschen uns jetzt halt einfach mal vor, dass wir hier rauskommen. So. Der Krankenwagen muss sowieso in eine andere Richtung. Das heißt, gutes Timing für uns. So. Bitte schön einmal anhalten. Zack, zack und zack. Achso, natürlich. So. Möchte wer eine Fahrkarte kaufen? Zweimal Schüler Einzelfahrt, 1 und 2, bitteschön, 2,80. 5, das sind 20 und 5, bitteschön. Vielen Dank. Gerne geschehen. Sonst noch mehr? Nein? Gut. Dann war's das schon wieder. Zack. Blinker weg. Parkbremse und weiter geht's. Was ist denn jetzt? Hä? Ich glaube, unser Motor ist aus, kann das sein? Und zwar ist jetzt unser Motor abgekackt. Naja, spektakulär auf jeden Fall. Da verreckt uns halt einfach mal der Motor, hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, nicht allzu tragisch. Dies ist der letzte Halt. Da fahren wir auch schon zur Endstation. Also diese Parts werden immer so im 15-Minuten-Bereich gehen. Wie gesagt, wenn wir eine Folge wenn wir eine Mission nicht ganz schaffen, dann geht es im nächsten Part direkt weiter. Aber ich gucke, dass ich immer so ein bisschen unterbringe. Es gibt natürlich auch längere Fahrten. Da ist das Ganze dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich denke, wir kriegen das zusammen schon gut hin. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das ein cooles Let's Play wird. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ja auf jeden Fall. Und wir sind auch schon an der Endstation. So, bitte einmal anhalten. Zack, zack. Und auf Wiedersehen, die Damen und Herren. Danke, einen schönen Tag. Ja gut, das ist von vorhin. So. Kurz gucken, ob alle draußen sind. Ja, perfekt. So. Sollen wir den Bus zurückfahren? Ja, komm. Den fahren wir zurück, wenn schon, denn schon. Dann fahren wir ihn doch auch gleich zurück. Ach ja, die Parkbremse. Wie ich das jedes Mal vergesse. So, bringen wir den Bus noch zurück ins Depot. Und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit der ersten Mission hier, habe ich so das Gefühl. Die erste Mission ging recht flott. Aber gut, so soll es ja auch sein. Ne? Wenn man hier jetzt 20 Stunden durch die Gegend fährt, ist das ja auch nichts. Aber auch sowas soll es geben. Komm, gib Gas, Opa. Kannst du bitte weiterfahren? Dankeschön. So. Naja, auf jeden Fall mit Lenkrad wird das Ganze natürlich dann deutlich cooler. Ja? Vor allen Dingen ist es aber auch schwerer dann mit Lenkrad. Uiui. So.
Das kann jetzt dauern. So, wir müssen geradeaus. Willst du drüber? Wenn ja, lauf jetzt. Dankeschön. Weil die Leute haben hier so die Angewohnheit, gerne mal vor die Tür zu laufen. So, jetzt können wir auf jeden Fall durch. Ja, perfekt. So, und hier müssen wir wieder links. Links herum, ab ins Depot. So. Zack, so, jetzt sehen wir auf jeden Fall auch die Ampel. Nicht so wie gerade eben. Alter, ist das hier stürmisch, ne? Ihr könnt ja mal auch noch in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall, wie euch Bus-Simulator 16 gefällt und was ihr euch noch so für Simulatoren oder sonstige Spiele wünscht, ja. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal machen, damit wir auch so einen Überblick haben, was ihr denn genau auch wollt, also was euch entspricht. Ansonsten starten wir halt solche Projekte wie Bus-Simulator, Euro-Truck-Simulator. Und wir wollen halt immer eigene Projekte starten und halt auch mal ein paar mit euch gemeinsam, ja. Also das heißt, mit euch spielen wir ja sowieso alles, aber welche, die euch wünscht. Und deswegen wäre das ja schon ganz cool, wenn ihr da auch ein paar Wünsche habt, ja. Und dann ist das Ganze auch realisierbar. Ich gucke auf jeden Fall, dass, wenn wir ein Projekt starten, dass möglichst viele Folgen davon in der Woche kommen. Weil vom Bus-Simulator kann man gut, ja, 70 Folgen drehen, ja. Und ja, von daher wäre es halt echt schon ganz praktisch, wenn da halt täglich Folgen kommen, was ich von Montag bis Donnerstag oder so, parallel zum Bus-Simulator, zum Euro-Truck-Simulator, willst du geradeaus? Nee, du biegst ab. Dann würde ich sagen, biegen wir hier auch ab. So, ups. Leicht verschätzt. Sorry. Ich hoffe, es hat jetzt keinen gestört. Aber da vorne ist auch schon das Bus-Depot und dann sind wir auch schon fast wieder daheim. Ich denke, da können wir ganz gemütlich rückwärts rein. So, bitte einmal abbiegen. Dankeschön. So, wow, wow, wow. Das war ja doch etwas flott. Schaffen wir das? Ja. Oder? Ja, schaffen wir ganz locker. Gut, dann machen wir nämlich das hier. So. Ich hoffe, ich kann mich hier auf meinen... Na, sehe ich jetzt schon, das klappt so nicht. So. Lass uns mal hier in den Spiegel gucken. Ach. Was mache ich denn jetzt hier für den Käse? Na gut, dann machen wir das Ganze ein bisschen anders. Dann machen wir das... Ich habe mir jetzt gerade wirklich den Motor abgestürzt. Verreckt. Dankeschön. Halleluja, habe ich den Motor abgewürgt. Machen wir das Ganze ein bisschen anders da. Er ist gar nicht so einfach mit Controller. Oh, wo ist denn das Tor? Ach, da, oh. Ja, so leicht passiert das dann. Ach, hätte ich vorher gewusst, dass das direkt da ist, dann hätten wir es uns viel einfacher gemacht und uns einiges erspart. Ups, rennen wir doch noch vor die Karre. So, jetzt aber. Ach, was ist das denn mir? Ich dachte gerade, mir verreckt gerade schon wieder der Motor, ey. Ganz langsam. Noch ein Stück. Ja, so passt das. So sollte das funktionieren. Genau, perfekt. Und dann würde ich sagen, haben wir es ja doch noch hinbekommen. Und noch ein Stück, geht noch ein Stück, ja. Da ein bisschen gucken. Perfekt. So, dann würde ich sagen, Lichter aus. So, was noch? Ach ja, hier. Aus, Motor aus. Aussteigen und warten. So, Einnahmen diese Fahrt 4.566 Euro. Ist auf jeden Fall solide. Finde ich eigentlich ganz okay. Für die erste Fahrt. Und kriegen wir auch ein Level up. Ja gut, 340 für den Unfall gerade eben. War ein bisschen unglücklich. Ja, wer wisst, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und für unsere erste Controllerfahrt finde ich das gar nicht so schlecht. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge, die halt dementsprechend einen Tag später erscheint. Und haut rein, euer Domi Auto und Peace.